Herzlich willkommen zur Gesprächssendung Drei kluge Köpfe. Meine Damen und Herren, Sie und wir gucken gerne Fernsehen. Unser heutiger Gast macht Fernsehen. Wie das geht, was dazu bedenken ist, darüber sprechen wir mit der Fernsehdirektorin des Hessischen Rundfunks. Herzlich willkommen, Gabriele Holzner. Danke für die Einladung. Gerne. Frau Holzner, als Intendant des Hessischen Rundfunks Manfred Krupp Sie ernannte zur Fernsehdirektorin, hat er gesagt, mit Ihnen werde sowohl eine Fernsehmacherin als eine Programmstrategin ernannt. Was ist eine Programmstrategin? Oh je, das müssten Sie eigentlich lieber meinen Chef jetzt fragen, was er sich dabei gedacht hat. Nein, eine Programmstrategin, also meine Definition dafür ist, ich bin schon jemand, der gerne über den Tag hinaus, über die einzelne Sendung, über das einzelne Format hinausdenkt und versucht, Trends zu erkennen, Zielgruppen, Geschmäcker zu erkennen, auch Trends im Medienwandel zu erkennen und dafür zu definieren, was heißt denn Fernseh machen? Heute, wo muss man das machen, weil wir ja nicht mehr nur Fernsehen in dem viereckigen Kasten, der sich Fernseher nennt und im Wohnzimmer im Schrank versteckt ist, empfangen, sondern auf allen möglichen anderen Geräten. Und was heißt das für uns als Macher? Und dieses alles zu bedenken, würde ich als strategische Fragen bezeichnen. Okay. Und daran habe ich Spaß zumindest. Können Sie unseren Zuschauern in einfachen Worten erklären, was eine Fernsehdirektorin macht? Ja. Das hat mich mein Neffe kürzlich auch gefragt, was machst du denn so? Mhm. Und darauf gibt es zwei Antworten. Ich gehe morgens ins Büro und dann verbringe ich den ganzen Tag in Sitzungen oder Einzelgesprächen und versuche zwischendurch Mails an meinem Schreibtisch abzuarbeiten. Das ist natürlich jetzt eine wenig inhaltliche Antwort, die Sie nicht so befriedigen wird. Ansonsten hat eine Fernsehdirektorin viel Programmverwaltung, Personalverwaltung, Personalfragen, Finanzfragen zu klären. Und da mein Herz und meine Leidenschaft fürs Programm schlägt, versuche ich auch wirklich, mich zwischendrin um programmliche Fragen, unser HR-Fernsehen oder das erste deutsche Fernsehen zu beschäftigen und mich da auch ein bisschen mit einzumischen und Impulse zu geben. Und Programmfragen heißt auch neue Sendeformate zu entwickeln? Ja, oder überlassen Sie das Ihren Kolleginnen und Kollegen? Also ich entwickle nicht mehr selber als Programmdirektorin. Ich glaube auch, da würden sich meine Mitarbeiter schön bedanken, wenn ich mich jetzt da auch noch einmischen würde. Das ist aber ganz hilfreich, wenn man da Impulse gibt, wenn man früher in seinem früheren Leben selbst Programm gemacht hat und sich noch erinnern kann, wie das geht und was so die Schwierigkeiten und die Bedingungen sind, mit denen man zu kämpfen hat. Das hilft dabei, und Impulse zu geben. Ich glaube, mein Job ist an der Stelle eher, so einen kleinen Input zu geben, mal zu schubsen, mal anzustoßen, auf Entwicklungen aufmerksam zu machen. Oder wir haben so ein, wir nennen es ein Pitch-Verfahren gemacht im letzten Jahr im HR-Fernsehen, wo alle Mitarbeiter aus allen Bereichen zu bestimmten Fragestellungen, die wir definiert haben, Formate sich ausdenken sollten, Konzepte einreichen sollten. Und dann haben wir am Ende auch drei gekürt, in Anführungszeichen, wo jetzt Pilotsendungen gemacht werden und jetzt sukzessive auf den Sender kommen. Also dafür so einen Anstoß zu geben, damit sich dort was tut, das würde ich eher als meinen Job bezeichnen. Man kann aber wahrscheinlich sagen, dass Ihr Alltag, Ihr Berufsalltag nicht nur aus Fernsehglamour und Begegnungen mit Stars besteht, sondern auch aus Urlaubsanträgen, Reisekostenabrechnungen, Honorarvereinbarungen und dergleichen mehr. Ist das so? Also der Glamour-Faktor ist sehr überschaubar, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und die Stars, die bei mir vorbeikommen, die ich müsste jetzt eine ganze Weile in mich gehen, welcher Star da mal vorbeikam. Nein, der hat überhaupt keinen Glamour-Faktor. Es ist ein über weite Strecken Verwaltungsaufgabe, ja natürlich, aber eine, die sich mit einem ganz tollen Inhalt beschäftigt, nämlich im Fernsehprogramm zu verwalten und alles, was dazugehört. Aber natürlich, wenn Filme gemacht werden, werden sie auch im Ausland gemacht und dafür braucht es Reiseanträge und Reiseabrechnungen.
ich unterzeichne sie nicht alle, sondern nur, wenn sie ins Ausland gehen, dann gehen sie über meinen Tisch. Und natürlich gehört das zum Job mit dazu. Der vorige Intendant des Hessischen Rundfunks, Helmut Reitzer, hat die Programmstrategie des Hessenfernsehens, überhaupt des Hessischen Rundfunks, einmal mit den Worten Hessen, Hessen, Hessen beschrieben. Gilt das noch? Das gilt immer noch, also natürlich. Als Landesfunkhaus mit einem dritten Programm sind wir mit diesem Programm für Hessen zuständig. Und das ist unser, ja, ich würde schon fast sagen, unser Daseinszweck. Das ist unser Auftrag im ureigentlichsten Sinne, aus Hessen, für Hessen, über Hessen zu berichten. Und das gilt nach wie vor. Und es gilt auch nach wie vor, dass der Kern unseres Programms und die Kernkompetenz unseres HR-Fernsehens Hessen ist. Und das heißt jetzt nicht, dass jede Programmminute nur aus Hessen und sich mit Hessen beschäftigen muss, aber es ist das Gerüst oder unsere DNA des Programms. Ja, das gilt. Eins habe ich noch nicht verstanden. Wieso kann ich alle dritten Programme überall sehen? Also wenn das Hessenfernsehen zur Identität Hessens beitragen soll, wieso wird es dann auch in Schleswig-Holstein und im Saarland ausgestrahlt? Und umgekehrt. Ja. Also zum einen ist ein ganz guter Grund dafür, dass der Mensch an sich heute ziemlich mobil ist und Hessen nicht nur in Hessen leben, sondern der eine oder andere auch in Schleswig-Holstein. Zum anderen möchte ich es Schleswig-Holsteinern auch nicht verbieten, sich für Hessen zu interessieren und dann gelegentlich ins HR-Fernsehen reinzugucken. Die sind uns herzlich willkommen. Ansonsten hängt es natürlich auch von denen aus, die uns distribuieren. Auf dem Satelliten ist es eh klar, überall, wo sie den Satellitenempfang haben, können sie uns empfangen. Und ansonsten sind es aber die Kabelanbieter zum Beispiel, die dritten Programme halt in die Kabel einspeisen. Und es scheint auch eine entsprechende Nachfrage zu geben, denn sonst täten sie es ja auch nicht. Genau. Frau Holzner, was wissen Sie über Ihre Zuschauer? Zum Beispiel das Durchschnittsalter. Wir wissen sehr viel und gleichzeitig sehr wenig über unsere Zuschauer. Das Durchschnittsalter unserer Zuschauer ist knapp über 60. Das schwankt immer mal so ein bisschen, aber so 62, 63, 64. Die ganz aktuelle Zahl kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber so um den Dreh. Das ist also ein älterer Mensch. Allerdings sind die 60-Jährigen oder 60-plus von heute auch sehr viel mobiler, als sie es vor 25 Jahren noch waren. Das sind unsere Zuschauer. Sie sind zur Hälfte, ziemlich genau zur Hälfte männlich und zur Hälfte weiblich. Zu den unterschiedlichen Tageszeiten ist es ein bisschen unterschiedlich. Wir haben an manchen Zeitstrecken, darüber freuen wir uns riesig, erreichen wir auch junges Publikum, also jüngere Menschen. Die Hessenschau zum Beispiel. Die Hessenschau ist natürlich unser Flaggschiff und das, also für uns das Informationsmagazin für Hessen, das hat einen überdurchschnittlich hohen Anteil an jungen Zuschauern, sodass das, was so gemeinhin immer gesagt wird, die Jungen gucken gar nicht mehr fern, einfach nicht stimmt, aber sie gucken sehr selektiv. Aber das für junge Leute ist das Fernsehen nicht mehr das Leitmedium. Das weiß ich gar nicht. Die neuesten Untersuchungen sagen, dass es das Internet ist. Ja, dann müssen Sie sich aber die Mühe machen und noch mal ein zweites Mal hinschauen, was gucken die denn im Internet? Und mir persönlich ist es egal. Natürlich nicht ganz egal, weil ich schon auch gerne mit dem linearen HR-Fernsehen unsere Marktanteile halten würde. Und dazu ist es notwendig, dass die Menschen linear gucken. Aber ich sage jetzt mal, Medienentwicklung geht dahin, dass wir immer mehr zeitunabhängiger, das sehen wir alle an uns selber, dass wir uns nicht, es gibt noch so ein paar Traditionsgeschichten, um 20 Uhr ist Tagesschauzeit, sogar bei mir. Und wann immer ich um 20 Uhr irgendwie in der Nähe eines Mediums bin, gucke ich die Tagesschau live an. Aber vieles andere gucke auch ich
zu einer anderen Zeit an. Und das gilt für Junge natürlich ganz viel verstärkter. Sie haben das Stichwort jetzt schon genannt, lineares Fernsehen. Das heißt, da ist die Glotze und es gibt Zeiten und ich sitze davor und schaue es an. Wie wird denn die Zukunft, wenn Sie ein bisschen in die Zukunft blicken, wie wird denn die Zukunft des Fernsehens, sagen wir mal in 20 Jahren, wie werden wir in 20 Jahren Fernsehen? Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen? Mhm. Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, säße ich nicht hier. Aber doch, wahrscheinlich sitzen wir nicht zu bestimmten Zeiten mehr und sagen, jetzt kommt die Tagesschau oder jetzt kommt der Tatort, sondern haben das irgendwie auf Festplatten gespeichert und schauen es uns nachts um drei an oder auf unseren Tablets. Also ich glaube, die eine Entwicklung, die sich ja abzeichnet, ist ganz klar, dass wir immer mehr zeitunabhängig und ortsunabhängig und geräteunabhängig gucken. Also jeder will zu der Zeit, wo er jetzt gerade Zeit und Lust auf irgendein Programm hat, dieses verfügbar haben auf dem Gerät, was er zur Verfügung hat. Das, glaube ich, ist der eine Trend. Einspruch. Ich gehöre nicht zu denen. Ich vertraue mich gern Programmmachern an, genau, von denen ich mir denke, das sind die Profis, die haben sich was dabei gedacht. Und dann schließe ich mich dem gerne an. Bin ich da ein Auslaufmodell? Nein. Schön, dass Sie es sagen. Denn ich wollte eigentlich gerade darauf gehen, ich glaube, das eine ist eine Richtung. Und die andere Richtung ist aber, ich glaube, dass es nicht aussterben wird. Das wird vielleicht von seiner Bedeutung abnehmen, aber das Lineare wird nicht aussterben, weil Menschen zu bestimmten Zeiten es ihnen sogar zu anstrengend ist, jetzt selbst was auswählen zu müssen. Und dann müsste ich ja wissen, was ich auswähle. Oder ich kriege nur das vorgesetzt, wo andere irgendwelche anonymen Algorithmen glauben, dass mich das interessiert und das ist immer more of the same. Und ich glaube schon, dass es auch Fernsehen ist ein Entspannungsmedium neben dem Informationsmedium und da will ich nicht die Anstrengung, also ist so ein Lean-Back-Medium, da will ich nicht erstmal die Anstrengung haben, mich entscheiden zu müssen, sondern da möchte ich gerne das andere für mich jetzt entscheiden. Und dann habe ich ja immer noch die Entscheidung, gehe ich auf irgendeinem Knopf und bleibe dort oder gehe woanders hin. Also ich glaube, es wird beide Entwicklungen geben. Das Lineare wird in seiner ganz, ganz großen Bedeutung sicher abnehmen. Aber ich glaube auch, wir haben in der Vergangenheit immer gesehen, ein neues Medium hat noch nie ein vorheriges Medium komplett abgelöst. Es hat ihm eine andere Funktion, manchmal auch zeitlich befristet eine Nischenfunktion zugewiesen, aber es hat es noch nie abgelöst. Ja. Also wir gehen noch ins Theater, obwohl es Kino, Fernsehen, Video gibt. Und es gibt auch noch Kino und Kinofilme, obwohl das Kino auch schon noch viel häufiger totgesagt wurde als das lineare Fernsehen. Mhm. Es gibt noch Bücher. Es gibt Zeitungen noch, auch die werden mit schöner Regelmäßigkeit totgesagt. Ich glaube, das wird es alles weitergeben. Es wird sich immer weiter ausdifferenzieren. Und wo da die Grenze ist, ich habe keine Ahnung. Werfen wir mal einen Blick zurück. So von Mitte der 50er Jahre an war der Hessische Rundfunk drei Jahrzehnte lang weltberühmt für den Blauen Bock. Das war sicher eine Sendung der jeweiligen Zeit, der damaligen Zeit. Ließe sich sowas heute wiederbeleben unter zeitgemäßen Aspekten? Wie sieht ein zeitgemäßer Blauer Bock aus? Das müssten Sie mir erst mal sagen. Nein, ich glaube, die Zeiten der großen Samstagabend-Unterhaltungsshow mit Showtreppe, wo die Stars, die Sie vorhin erwähnten, mit dem entsprechenden Klemmerfaktor heruntergeschritten sind und dann Generationen und ganze Familien vorm Fernseher sich versammelt hatten, das hatten wir gerade, die kommen nicht wieder und damit ist die Zeit dieser Shows auch vorbei. Es wird andere Formen geben. Im Moment gibt es gerade die Quizshows, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Im Fiktionalen sind es die Krimis. Es gab mal eine Weile, die haben nicht wir gemacht, aber sie waren von großem Erfolg der privaten Konkurrenz. Die Gerichtsshows,
Die sind auch wieder ein bisschen verschwunden. Die Kochshows. Da gibt es noch ein paar, aber die große Masse ist vorbei. Mhm. Die Scripted Reality, ich tue mich schwer, das als Dokumentationen zu bezeichnen, aber diese Art von Sendung, dieses Genre hatte eine große Zeit. Ich glaube, es gibt so Wellen von bestimmten Genres, aber Fernsehen an sich und Formate an sich können Sie nur sehr begrenzt komplett neu erfinden. Auf dem Buchmarkt haben Regionalkrimis einen großen Erfolg. Nelly Neuhaus war schon bei uns in der Sendung, sie steht ja dafür. Gibt es das im Fernsehen auch? Die werden ja fast alle verfilmt. Also Nele Neuhaus ist jetzt nicht bei uns, das hat das ZDF fast alle verfilmt. Aber Regionalkrimis, im Ersten haben wir am Donnerstagabend den 20.15 Uhr Sendeplatz. Das ist inzwischen ein regional bis international gefärbter Krimiplatz. Ob es Istanbul ist oder Italien oder der Bozen-Krimi oder. Ein Hessen-Krimi ist nicht in Planung. Nicht, dass ich wüsste im Moment. Nein. Und vielleicht noch eine Idee. Naja, der Frankfurt-Tatort ist... Ich wollte gerade sagen, wir haben hier zwei Tatorte. Den Wiesbaden-Tatort mit Tukur und den Frankfurt-Tatort mit Wolfram Koch und Margarete Bruch. Das ist die Tatortreihe. Aber wenn Sie so wollen, ist der Tatort ja eigentlich auch ein Regionalkrimi. Das ist eine Reihe. Aber mit sehr regionalisierten Farben. Ja. Der Münchner Krimi ist anders als der Hamburger, der hessische ist wieder anders als der Dortmunder oder der Münster Krimi. Also eigentlich ist das ja ein Regionalkrimi, wenn Sie so wollen. Frau Holzer, welche Innovationen planen Sie auf dem Unterhaltungssektor für den HR, fürs HR-Fernsehen? Innovationen? Ich habe vorhin die Pilotsendungen genannt. Das sind jetzt nicht die, also wir planen oder wir versuchen uns an einem, wenn Sie so wollen, Crossover zwischen Unterhaltung und Information, weil ich eher daran glaube, dass es zu bestimmten Tageszeiten notwendig ist, dass man Unterhaltung mit Informationen mischt, intelligent mischt und dass es, also ich nenne es jetzt Crossover, mir fällt kein besserer Begriff dafür ein, so Formate sind. Wir haben Quiz-Sendungen im Programm, die bezeichnen Sie jetzt bestimmt heute nicht mehr als Innovation, aber unser Hetzen-Quiz ist jetzt 10 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir im HR-Fernsehen den Hessen-Quiz gemacht haben, waren wir die Ersten, zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk die regionale Quizze gemacht haben. Heute ist es der Normalfall. Für die wirklich ganz, ganz große Unterhaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt uns ein bisschen das Geld, weil das Unterhaltung ist teuer, ist sehr teuer. Und da sind andere Sender jetzt gerade in Richtung überregionales Programm noch besser aufgestellt. Und da ist bei uns die Tradition ein bisschen abgebrochen. Aber die regionale Unterhaltung, da suchen wir und versuchen immer mal wieder was auszuprobieren. Sie sind auch als Fernsehdirektorin für die politische Berichterstattung zuständig. Der Hessische Rundfunk hatte ganz knackige politische Sendungen wie 321 oder Vorsicht Friedmann. Wollen Sie an diese Tradition anknüpfen? Also die ist ja schon eine Weile her, diese Tradition. Ich glaube, es ist schwer, an solche Traditionen anzuknüpfen, weil die Sendungen mit Michel Friedmann, die lebten mit und von ihm und von der Type Friedmann. Das kann man nicht so einfach kopieren. Wir haben derzeit keine regionale Talksendung. Ich halte das nicht für gesetzt, dass wir nie wieder eine haben. Im Moment gibt es kein gutes Format bei uns dazu, jedenfalls kein Regelformat. Darüber werden wir sicherlich wieder nachdenken. Und bei uns spielt sich im Moment politische Information in Form von Dokumentationen ab. Und da ist der Hessische Rundfunk auch im Ersten
ja ganz groß mit dabei, mit den Rentenreports, mit den Flüchtlingsreports, mit dem Islamreports. Das ist so eine Reihe von Dokumentationen, die unter der Story im Ersten gelaufen sind, die wir entwickelt und mitentwickelt haben. Und da wollen wir auch weiter dranbleiben. Reden wir noch über Ihre beruflichen Stationen. Sie sind direkt nach der Wende, damals noch als Freie, nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen. Welche Erfahrungen haben Sie in der Zeit gemacht? Ganz unterschiedliche. Ich bin damals nach der Wende, ich komme ja aus Bayern ursprünglich, also aus München weggegangen. Macht nichts, das ist aber schön. Ich stehe auch dazu. Wobei, wo man herkommt, dafür kann man ja nichts. Ich habe das damals unglaublich spannend gefunden. Ich komme aus einer Familie, die keine Verwandten im Osten hatte. Das heißt, ich war vorher wirklich noch nie drüben. Und ich dachte mir, Mensch, du bist Journalistin und da passiert jetzt gerade unheimlich viel und das willst du miterleben. Und es waren sehr unterschiedliche Erfahrungen. Zum einen diesen Konflikt Ossis-Wessis so hautnah mitzukriegen und mitzuerleben, was das mit Menschen macht, wenn ihnen von einem Tag auf den anderen sprichwörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil ein System implodiert ist und ein neues System gilt, was die Menschen nicht kannten und wo sie plötzlich nicht mehr wussten, wo ist oben und unten, was ist jetzt gut und böse, was gilt für mich, was muss ich tun, was ist richtig und falsch. Und das aus einer journalistischen Perspektive mitzuerleben, war sehr, sehr spannend. Und dann kam noch rein beruflich einfach dazu, damals liefen gerade die Staatsvertragsverhandlungen des Norddeutschen Rundfunks mit Mecklenburg-Vorpommern als viertes Bundesland der Mehrländeranstalt oder NORA, also der Nordostdeutsche Rundfunk zum ORB, zu gehen. Und dieses Funkhaus zuerst in Rostock und dann in Schwerin, das war ein Barackendorf, indem man morgens zum Dienst kam und man kam um eine Ecke und irgendjemand sagte, hast du heute schon was zu tun? Nein, dann machst du jetzt das. Es war so ein bisschen selbstverwaltetes Sendezentrum. Jeden Tag hatte man einen anderen Hut auf, einen anderen Job, ruckelte sich zusammen. Die Führungspositionen waren noch nicht besetzt. Es gab noch keinen Fernsehchef. Der Funkhausdirektor war ernannt, aber noch nicht so richtig da. Und dann bauten sich dort langsam Strukturen auf. Und das vom ersten Moment an zu erleben und solche Strukturen aus dem Nichts mitzubauen. Das war spannend. Das war spannend und hat total viel Spaß gemacht. Spannend war es auch mit Ihnen, Frau Holzner. Unsere Zeit ist leider schon abgelaufen. Wir bedanken uns für den Besuch. Ich danke Meine Ihnen. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.